Jetzt reicht's, sagte sich diesmal Familie Glö aus Olsemont-Föhr und wandte sich an uns und unsere Rubrik. Jetzt reicht's, in der Hoffnung, dass wir vom Fernsehen vermitteln. Familie Glö betreibt ein kleines Café auf der Nordseeinsel. Tja, und Stein des Anstoßes sind 4 Tische in diesem Café im Apfelgarten. Dörte Westermann hat sich um den Fall gekümmert. Das Tässchen Kaffee so an frischer Luft und unter blauem Himmel, das ist doch ein schlagkräftiges Argument, nicht an diesem Café vorbeizugehen, dachten sich auch die Glös. Und damit fing alles an. 2,5 Jahre sind rum seitdem, 16.000 Mark ausgegeben für die ganze Sache. Aber Stühle dürfen in diesem Garten nicht stehen. Jetzt finden die Glös, reicht's. Die Gartenstühle in der Garage gestapelt, 2 Sommer lang hatten sie draußen gestanden, illegal, wie die Glös erfahren mussten, als die Anzeige vom Nachbarn kam. Von der Behörde war zu erfahren, für Außenstellplätze braucht man eine Baugenehmigung samt Schallgutachten, mitgelieferte Erklärung des Amtes, nehmen Sie doch den TÜV als unabhängigen Gutachter. Es kam dann der TÜV hier an, das heißt der Herr Dietkind vom TÜV, der hat sich das nur angesehen, bevor er den Auftrag hatte und flog von dann und war nie wieder gesehen und präsentierte uns dann im November 95 ein Schallgutachten, was hinten und vorne halt nicht stimmte. Ne? Dass nicht wirklich gemessen, sondern nur theoretisch errechnet wird, ist normal. Nur müssten dann auch die Berechnungsgrundlagen stimmen. Regelmäßiger Anlieferungsverkehr hieß es im Gutachten. Tatsächlich gab es im gesamten vergangenen Jahr nur 6 lärmende Getränkelieferungen. Späte Öffnungszeiten schlagen negativ zu Buche bei Schallberechnungen. Geöffnet ist aber nicht bis 23, sondern nur bis 21 Uhr. Außerdem würden parkende Autos viel Lärm verursachen. Tatsächlich sind aber fast alle Kaffeebesucher Fahrradfahrer. Die Glöss monierten daraufhin Besprechung im Bauamt. Herr Tietkin hat im Rahmen dieser Besprechung also Fotos und Zeitungsausschnitte von unserem Nachbarn Herrn Fischer auf den Tisch gelegt, hat Lösungsvorschläge von Herrn Fischer angebracht. Wir sollen eine 3 Meter hohe Betonschallschutzwand auf die Grundstücksgrenze bauen, dann wäre alles in Ordnung. In Ordnung fanden Nachbar und Gutachter die zuvor angebrachte Schallschutzwand also nicht, aber dass auch das Bauamt das fehlerhafte TÜV-Gutachten akzeptieren würde, glaubten die Glös nicht, bis zum Beginn des Sommers. Und die haben auch gar nicht zur Kenntnis genommen, dass es nicht nur wir sind, die sagen, das ist nicht in Ordnung, sondern auch, dass 2 Gutachter da sitzen und sagen, Mensch, das ist nicht nachvollziehbar, das kann einfach so nicht stimmen. Und die haben überhaupt nicht reagiert, die haben fast ein Dreivierteljahr verstreichen lassen, nämlich von November bis Anfang Juni. Und dann haben sie uns Anfang Juni, wo das Wetter schön wurde, haben sie uns gesagt, so, jetzt werden die Außenplätze gesperrt. Stellungnahmen Dritter bleiben unbeachtet. Erst ein komplett neu errechnetes Gutachten führt vor Gericht zu einem Ergebnis. Das TÜV-Gutachten ist unkorrekt. Aber der Schaden ist damit nicht beglichen. Das heißt immer Existenzgründung und Unterstützen von jungen Familien und sowas. Und dann kommen Ämter und blockieren einen Betrieb für 3 Monate, kappen dem die Hauptwurzel. Und Ende der Saison. Wir haben selber das jetzt erkämpft. Beim Gericht in Hamburg ist entschieden worden über einen Vergleich, halt, dass der TÜV eingestanden hat, dass das Gutachten nicht in Ordnung war. Das liegt jetzt alles auf dem Tisch. Jetzt weiß jeder, dass das so nicht in Ordnung war und dass wir rausstellen können, dass es nicht zu laut ist. Nur jetzt ist die Saison vorbei. Der Antrag, die Stühle nun doch rausstellen zu dürfen, muss nachts getippt werden. Tags bleibt keine Zeit. Das Geschäft muss laufen, der Kredit abgezahlt werden. Ein Drittel weniger war drin in der Kasse diesen Sommer, sagen die Glös. Ob die Genehmigung jetzt tatsächlich kommt, ist noch unsicher. Das Husumer Bauamt jedenfalls wollte in dieser Angelegenheit nicht vor die Kamera.